Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Patrick Lärm und in diesem Video geht es mal um 5 Tipps, die ich Ihnen geben möchte für die mündliche Prüfung. Egal, ob es jetzt für die Zwischenprüfung ist oder für die Laufbahnprüfung. Ich habe mal 5 Punkte zusammengeschrieben, die da ganz essentiell sind. Und dieses Video richtet sich insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen im mittleren Polizeivollzugsdienst der Bundespolizei. Ist aber auch für jeden interessant, der sich vielleicht auch mal einer mündlichen Prüfung stellen muss, ja, stellen wird, egal in welchem Bereich. Ja, ich möchte ein bisschen Angst nehmen vor dieser mündlichen Prüfung. Klar, die Bedeutung von mündlichen Prüfungen ist natürlich, dass ich irgendeinen Abschluss dann irgendwann erreiche und natürlich bin ich da aufgeregt, natürlich ist das anstrengend, auch dieser Lernprozess davor und am Ende des Tages bin ich froh, wenn ich das hinter mir habe. Ja, und ich möchte Ihnen hier 5 Tipps geben. Das erste, was ich ansprechen möchte, ist das Outfit. Ist natürlich für den Bundespolizisten sehr, sehr wichtig. Er hat die Uniform an, Sie haben die Uniform an in den mündlichen Prüfungen und da wird natürlich auch vorher entsprechend klar gemacht, wie die Anzugsordnung ist. Und da werde ich mich natürlich danach richten. Das sagt sehr viel aus auch, ne? Wenn ich da reinkomme und alles passt. Das macht schon einen sehr guten Eindruck, einen sehr guten ersten Eindruck, der sich dann möglicherweise auch im Prüfungsgespräch noch verstärkt. Ganz wichtig. Genauso kann das eben auch negativ ausgehen. Das bedeutet, ich habe vielleicht nicht unbedingt die Anzugsordnung an, die vorgeschrieben ist, Punkt 1, oder alternativ, Punkt 2, kann es passieren, dass ich vielleicht oder dass die vielleicht das Hemd nicht richtig zumhaben oder die Schulterklappen vergessen haben oder möglicherweise die Schuhe nicht geputzt haben. Also all das sind Dinge, die da auf jeden Fall schon mal ins Negative hineinspielen. Ja, das ist vielleicht nicht unbedingt so kriegsentscheidend, dass man sagt, okay, sie fallen da jetzt durch, aber es macht insoweit einen schlechten Eindruck und das macht ihnen das Leben natürlich auch sehr schwer. Ansonsten für die Sitzhaltung bleiben Sie da ganz locker, verschränken Sie da nichts, Hände auf den Tisch, ganz normal, versuchen Sie da wirklich locker zu bleiben. Sie sehen jetzt meine Hände, also Hände einfach auf dem Tisch legen und Beine ganz normal und unterm Tisch, also nicht irgendwie verschränken oder ähnliches und versuchen Sie soweit natürlich aufrecht zu sitzen und auch nicht wie soll ich sagen, in den Sitz hineinfallen an der Stelle. Das sind alles wichtige Dinge, also Outfit und Körperhaltung müssen da übereinstimmen. Ja, das war der Tipp 1 für Sie. Klar, wenn Sie jetzt meinen, Sie haben genug Wissen darüber, Sie haben die mündliche Prüfung schon hinter sich, dann ist das Video natürlich weniger interessant für Sie, aber klar, für jemanden, der das zum ersten Mal macht, ja, für den ist dieses Video da. Zweiter Tipp, den ich Ihnen geben möchte, seien Sie aufmerksam. Aufmerksam sein bedeutet, dass ich bei jeder Frage, die da kommt, vom Prüfer, aber auch vom Vorsitzenden, dass ich da einfach zuhöre, mir vielleicht sogar eine Notiz mache und ich rechne damit immer, oder rechnen Sie damit immer, dass die Frage auch an Sie geht, ja, gleich zuerst, dass Sie da gleich sich ein bisschen was zusammen basteln im Kopf, eine Antwort. Und selbst wenn die Frage nicht an Sie geht, und das ist ein wichtiger Punkt, seien Sie trotzdem aufmerksam, machen Sie sich Gedanken zu der Frage, vielleicht auch zu Abwandlungen dieser Frage. Die Frage kann dann durchaus auch in einer Abwandlung an Sie weitergehen oder der Kollege rechts oder links neben Ihnen weiß die Antwort nicht. Dann können Sie hier dann schon mal punkten an der Stelle. Und wenn Sie da die Frage nicht verstanden haben, dann macht das auch wiederum einen schlechten Eindruck, weil das zeigt, dass Sie da irgendwie abschalten. Ja? Und natürlich ist das so, wenn ich... Ich habe dann immer den Eindruck, subjektiv, die Frage, die an den Kollegen rechts oder die Kollegin links von mir geht, die ist immer sehr einfach. Das hat immer so den Eindruck, aber ist eigentlich nicht so, weil man bei der Frage, die an jemand anders geht, meistens nicht unter Druck ist, weil man hört zu und ist selbst nicht angesprochen und hat den Eindruck, Mensch, das ist total einfache Frage, ich hätte es gewusst und jetzt kommt die Frage an mich und jetzt bin ich da unter Druck und jetzt weiß ich es nicht an der Stelle. Also da kommt dann der Eindruck auf, dass meine Fragen, also die Fragen, die an mich gehen, immer schwieriger sind als die an den Kollegen rechts oder links neben mir. Ist aber meistens nicht so, weil der Druck, wenn Sie jetzt angesprochen werden, der Druck jetzt hier zu antworten, der ist dann schon immer enorm und das bewirkt eben, dass gewisse Gehirnzellen einfach hier angespannt sind und nicht, das Gehirn dann nicht so arbeiten kann, wie es eigentlich könnte. Ja, also dass Sie dann eben die Leistung nicht 100% abrufen können. Also insoweit müssen Sie sich auch vorstellen, dass Sie da ein bisschen von der
von der Nervosität her versuchen, das abzubauen. Wie kann man das erreichen? Indem man sich natürlich bewusst macht, dass man sehr viel weiß. Also wenn ich sehr, sehr viel gelernt habe an der Stelle, dann bin ich natürlich auch selbstbewusster. Dann kann ich natürlich auch durch gewisse Atemtechniken und so weiter, einfach auch durch diesen objektiven Blick auf die Prüfung, kann ich das bewirken. Und ich kann durch die Atemtechnik zum Beispiel bewirken, dass ich schön in Ruhe atme und dass ich viel einatme, auch bevor ich in den Raum reingehe. Und meines Erachtens ist es so, wenn Sie genügend gelernt haben, wenn das Selbstbewusstsein da ist, was ja sich über ein ganzes Dienstjahr hinaus entwickelt, dann kann ich auch ein bisschen stärker aufgeregt sein. Das ist nicht schlimm, da verliere ich nicht so viel, dass ich jetzt durchfall durch die mündliche Prüfung. Ja, Tipp 3 und Tipp 4 geht so Richtung Sprechen. Ich decke mal auch den vierten Tipp auf. Also man soll auf jeden Fall nicht schweigen, man soll im Gegenteil natürlich laut denken. Was heißt das eigentlich? Also nicht schweigen heißt, wenn ich jetzt auf eine Frage mal nicht antworten kann, natürlich kann ich sagen, ich weiß das jetzt nicht. Wobei sich der Satz, ich weiß das jetzt nicht, natürlich schon stark einprägt an der Stelle. Selbst wenn Sie zu einer Frage nicht antworten können, würde ich versuchen, dennoch etwas zu sagen, vielleicht drumherum zu reden, ja, vielleicht, weil wenn Sie da jetzt nichts wissen, dann kann es durchaus sein, dass der Prüfer das durch die Antwort dann eben auch merkt und vielleicht gewisse Hilfsfragen stellt, vielleicht nochmal zurückrudert, vielleicht nochmal den Sachverhalt anders darstellt, vielleicht ein bisschen einfacher oder andere Fragen stellt, die Sie wiederum dann beantworten können. Und der Prüfer weiß ja eben nur dann, was sie wirklich wissen, wenn sie ihm das irgendwie deutlich machen. Zu sagen, ich weiß das jetzt hier nicht, das ist schwierig, weil dann wird vielleicht das Thema gewechselt und so weiter. Und wenn sie dann nochmal diesen Satz bringen, ich weiß das jetzt nicht, dann prägt sich das wiederum nochmal intensiver ein in das Gedächtnis der Prüfer. Also, was ich ihnen damit sagen will, immer versuchen zu reden, am Ball zu bleiben und so weiter. Und da versuchen vielleicht das Thema, die Fragestellung etwas abzuwandeln. Ja, also der Prüfer wird das dann schon merken und dann entsprechend auch ausweichen, vielleicht in andere Bereiche. Und beim Lautdenken stellen Sie sich vor, Sie müssten da vielleicht mal im Gesetz nachschauen. Wenn Sie im Gesetz nachschauen, was natürlich zulässiges Hilfsmittel ist, auch in mündlichen Prüfungen in der Regel, dann sagen Sie auch dem Prüfer, Mensch, wo schauen Sie jetzt gerade nach? In welchem Gesetz schauen Sie nach? In welchem Paragraphen schauen Sie nach? Dann machen Sie Ihre Gedankenprozesse auch transparent. Und was ich auch noch sagen wollte zu Fragen, wenn Sie jetzt mal eine Fragestellung nicht wirklich verstehen oder Sie, ja, es ist missverständlich vielleicht auch formuliert, Sie haben auch durch die Aufregung vielleicht die Frage nicht ganz aufnehmen können, dann sagen Sie das dem Prüfer, sagen Sie, Mensch, ich habe jetzt die Frage so verstanden, das und so weiter, oder Sie bitten nochmal, dass die Frage wiederholt wird oder anders formuliert wird. Manchmal sind es einfach drei, vier Worte in der Fragestellung, die vielleicht ein bisschen verwirren können. Und ja, das ist auch jetzt nicht tragisch, wenn Sie da einfach nochmal den Ball insoweit zurückgeben an den Prüfer. Genau, jetzt der fünfte Tipp, da bin ich jetzt beim Fachwissen. Also diese vier Tipps, die Sie jetzt gerade gesehen haben, das Outfit, aufmerksam sein, nicht schweigen, sondern laut denken, das sind Sachen, die sozusagen im Prinzip losgelöst vom Fachwissen sind. Und wichtig ist natürlich, dass Sie das ganze Jahr über etwas tun. Es bringt nichts, wenn Sie sagen, ich fange 2 Wochen vor der mündlichen Prüfung an oder auch 2 Wochen vor der schriftlichen, fange an mit Lernen und haben das ganze Jahr nichts gemacht. Da müssen Sie eine eigene Lagebeurteilung machen und sich hinterfragen, was habe ich eigentlich gemacht das letzte Jahr? Habe ich genug getan? Habe ich alles investiert, was ging? Wenn Sie es nicht haben, wenn Sie den Eindruck nicht haben, dann werden Ihnen die 2 Wochen natürlich nicht mehr langen. Also das ist meine Erfahrung. Also das wird kaum noch funktionieren, weil das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel heute eine Frage bekomme, wie zum Beispiel, würdigen Sie mal den Paragraph 163b Absatz 1 StPO, also würdigen Sie das mal in Bezug auf irgendeinen Fall, der dann vor Ihnen ist. Dann wird das vielleicht noch gehen. Aber wenn man dann Richtung Substanzfragen geht, das heißt Grundlagenfragen stellt, wie zum Beispiel, wie unterscheidet man jetzt Antrags- und Offizialdelikte, wie unterscheidet man Verbrechen und Vergehen und warum ist das wichtig, diese Unterscheidung in Verbrechen und Vergehen, wenn ich solche Fragen dann stelle, also nicht nur reine Wissensfragen, sondern eben auch dann wiederum Verständnisfragen stelle, dann endet meistens die Substanz und dann kann es sein, dass ich da genau diesen Part nicht gelernt habe.
Das ist aber ein Part, die zwei Fragen, die ich gerade angesprochen habe, mit Antrags- und Offizialdelikten und auch Verbrechen und Vergehen, die wirklich essentiell sind, die man auf jeden Fall beherrschen muss. Oder aber auch bestimmte Grundrechtseingriffe von einer Identitätsfeststellung oder ähnliches, Vorbehalt des Gesetzes oder wie prüfe ich eigentlich eine Straftat, was heißt Vorsatz, was heißt Fahrlässigkeit, was sind Rechtfertigungsgründe. Das heißt, Sie müssen dort schon auch in die Substanz reingehen. Das bedeutet, Sie müssen sich die Grundlagen anschauen. Wie zum Beispiel Schemata, wie zum Beispiel Punkte, die ich bei diesen Prüfungspunkten eben auch prüfe. Stellen Sie sich vor, da kommt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit und Sie können jetzt nicht sagen, aus welchen Elementen die Verhältnismäßigkeit besteht oder woraus sich die Verhältnismäßigkeit auch ergibt. Das wäre an der Stelle fatal, weil die Verhältnismäßigkeit, das ist etwas, was man unbedingt auch als Polizeivollzugsbeamter natürlich wissen muss, wenn man in die Grundrechte eingreift, dass man das nur verhältnismäßig machen kann. Und das können natürlich Punkte sein, wenn ich da drei, vier Fragen diesbezüglich nicht beantworten kann. Die können mich natürlich derart runterziehen, dass man daran zweifeln muss, ob jemand wirklich die Eignung hat, um möglicherweise dann in die Praxis hinauszugehen. Ja. Bezüglich dieser Grundlagen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe auf meiner Elo-Page, das möchte ich Ihnen empfehlen, hier in diesem Rahmen dieses Videos, habe ich ein Video gemacht, wo es um grundlegendes, aber auch fallbezogenes Training für die mündliche Zwischenprüfung geht. Das können Sie sich mal anschauen, wenn Sie Interesse haben. Den Elo-Page-Link, den sehen Sie unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise Sie können auch auf meine Instagram-Seite gehen, die oben angezeigt ist. Und da ist ein Link hinterlegt, der genau auf diese Elo-Page führt. Das ist ein bisschen schwierig, das zu finden. Und da habe ich ein Video extra gemacht, wo es wirklich um verschiedene Fallkonstellationen gibt mit grundlegenden Fragen, aber auch mit aufbauenden, schwierigeren Fragen. Wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie mal vorbei. Würde mich freuen. Ansonsten bin ich jetzt hier an der Stelle durch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was sagen, dass Sie da ja, reingehen in die mündliche Prüfung und ein besseres Gefühl haben, ein selbstbewussteres Gefühl haben und jetzt wissen, Mensch, worauf kommt es an? Welche Fehler darf ich auf jeden Fall nicht machen oder was müsste ich machen? Ob Sie jetzt jeden Punkt umsetzen, gerade der Tipps 1 bis 4, das müssen Sie natürlich schauen, klar. Aber was diesen fünften Punkt angeht, Grundlagen lernen, das müssen Sie auf jeden Fall immer machen. Das muss jeder von Ihnen machen, jede von Ihnen machen, weil das ist ja das, was letzten Endes dann auch bewertet wird. Das, was Sie sagen, die Grundlagen, die müssen beherrscht werden. Ja? Und da geht es nicht darum, dass Sie jetzt irgendeinen Meinungsstand darstellen müssen oder ein spezielles Urteil kennen müssen oder ähnliches, sondern da geht es wirklich um grundlegende Strukturen, grundlegendes Hintergrundwissen, ja, zum Stoff. In diesem Sinne hoffe ich, dass es Sie weiterbringt. Hinterlassen Sie mir ein Like. Ich freue mich immer mal über Kommentare und so weiter. Auch Ihre Erfahrung, was Ihre mündliche Prüfung angeht. Was haben Sie da erlebt vielleicht? Was kann da auf Sie zukommen? Welche positiven, negativen Erfahrungen waren da? Was für Tipps würden Sie vielleicht Kollegen geben, die jetzt irgendwann mal die Zwischenprüfung machen? Also an die Kollegen, die jetzt schon die Prüfung hinter sich haben. Was ist aus Ihrer Sicht da wichtig, das würde mich interessieren. Ansonsten bleiben Sie gesund und ja, noch ein erfolgreiches Lernen. Ihr Patrick Lärm.